Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Final Fantasy VII Remake. Episode 3 beginnt mitten in einer Sequenz am Beginn von Kapitel 2 des Spiels. Und wir gehen zurück zum Spiel. Der Planet geht vor. Es beginnt mit einem Rums. Was genützt hat? Also, das will ich doch schwer hoffen. Gut, und jetzt raus. Wir sind in Sektor 8, nicht? Es ist noch ein Stück. Dann los. Führ uns hin. Okay, geht klar. Ah, Wedge kennt sich anscheinend aus hier in Sektor 8. Passt auf, dass ihr euch keinen Schlag an den Stromleitungen holt. Mhm. Wenn ich mich recht entsinne, konnte man im Original die ganze Zeit hier in die andere Richtung erst laufen und da dann noch ein Item finden. Das gibt's jetzt nicht mehr. Irgendwas stinkt hier nach vergammeltem Joghurt, findet ihr nicht? Das bin ja ich. Naja, war halt ein schweißtreibender Job. Riecht Schweiß wie vergammelter Joghurt? Ist mir noch nie aufgefallen. Spielejournalisten schwitzen eben halt auch nicht. Waren das gerade meine schlotternden Knie? Ein ganz schönes Feuerwerk. Raus hier, solange wir können. Makroverdächtigung. Katalyse. Ob es am Schießpulver lag? Jesse, dafür ist später Zeit. Junge, Junge. Mein Magen hängt echt auf Halbmast. Zu Hause wartet ein gedeckter Tisch. Beim nächsten Mal nehme ich einfach eine Lunchbox mit. Oh, eine Abzweigung. Die gibt's im Original auch nicht. Da rennt man die ganze Zeit einen Korridor entlang. Von hier können wir Sektor 8 erreichen. Gut, dann mache ich uns mal die Tür auf. Bald bin ich bei dir, Marlene. Und ich bei dir. Dusche. Schöner Name, finde ich. Der Sprengsatz ist scharf. Das Kind von Barrett heißt Marlene. Und das war eine schöne Explosion. Die Partikeleffekte sind schon der Wahnsinn. Hey, das ging fix. Auf die gute okay, Jessie ist halt verlassen. Los, weiter. So, können wir hier noch was finden? Wir können gerade nicht rennen. Nee. Dies ist eine Durchsage des Shinra-Katastrophenschutzes. Unbekannte Attentäter haben eine Sprengung in Makro-Reaktor 1 ausgelöst. Mhm. Wegen anhaltender Explosionen besteht auch weiterhin akute Brandgefahr. Sektor 1 und Sektor 8 wurden aus diesem Grund zu Gefahrenzonen erklärt. Gebäude in diesen Zonen sind extrem einsturzgefährdet. Es muss mit herabfallenden Trümmern und Splittern gerechnet werden. Bringen Sie sich unverzüglich. Oh nein, wie schrecklich. Allerdings, so war es nicht geplant. War wohl so viel des Guten. Fällt euch ja früh ein. Wir haben keine Wahl. Wir machen exakt so weiter. Das war nicht der letzte Reaktor, der dran glauben musste. Es geht schließlich um die Rettung der Welt. Ganz richtig. Wir wussten genau, worauf wir uns einlassen. Zum Aufgeben ist es viel zu früh. Wir kämpfen für die richtige Sache. Und wenn es Opfer fordert, dann ist es halt so. Aber ich merk's schon. Wie der Planet fangt auch ihr an zu klagen. Ha! Nicht verzagen! Onkel Barrett wird das Kind schon schaukeln. Onkel Barrett immer. Eure Ängste, Zweifel, eure Sorgen und natürlich die Kohle. Um all das werde ich mich kümmern. Und, Chefe, was nun? Wie geplant. Wir machen uns aus dem Staub. Na dann los. Im Original kommt man hier ja so rausgesprungen nach der Explosion. Weiterer Äther. Wir nehmen
Krass. In Szenen wie diesen hier bin ich sehr froh, dass wir das hier in HDR aufzeichnen. Das sieht schon sehr beeindruckend aus. In SDR das ist eine relativ einseitig belichtete Geschichte. Bis später. Hey. Wo ist mein Geld? Nicht so hastig, mein Lieber. Dein Job ist noch nicht zu Ende. Stimmt, erst müssen wir alle ganz nett nach Hause bringen. Ich bin nach wie vor so gespannt, was da in seinem Schwert hockt. Ob das jetzt schon eine Materia ist. Oh, Jesse. Oh. Hast du sicher schon gesehen, oder? Mehr Materia. Eine Heilmateria. Na klar doch. Für dich. Als Dank für deine Hilfe. Das ist nicht nötig. Wer hat dir bezahlt? Ach komm, jetzt nimm schon. Ohne deine Hilfe wäre ich nicht mehr am Leben. Oh, ob man die auch kriegt, wenn man sie nicht gerettet hätte? Nur die Starken und die mit viel Glück überleben. Mhm. Keine Ahnung, ob du dazugehörst. Wow. Bist ja ein echter Poet. Besten Dank auch. Du kennst dich damit aus, oder? Worauf du dich verlassen. Wir kriegen jetzt kannst. Einfach plus heilen. Wir müssen die nicht einsetzen irgendwo. Wir kriegen sie jetzt erklärt. Du kannst jetzt Materia in Waffen und Rüstungen einsetzen. Ich bin so aufgeregt. Materia war das Beste am Spiel damals, fand ich. Diese Energie vom Planeten in diese Kugeln quasi gepresst für weitere Fähigkeiten. Ein großartiges Konzept. Gut. Ja, wir gucken uns das Tutorial ruhig einmal an. Also, wir gehen rein. Wir müssen das da anscheinend genauso einsetzen. Mit Dreieck und dann X. Und dann können wir Glut ist schon drin und jetzt haben wir noch Heilen drin. Okay, das war wirklich sehr einfach. Und haben wir jetzt zwei Materia in der Waffe. Und noch was. Das ist für deinen gelungenen Einstand bei uns. Viel Spaß damit, mein Held. Okay. Äther und Supertrank haben wir noch bekommen. Da sind die beiden Materia drin. Guckt euch das an. Das heißt, später wird die richtig bunt. Mit Blau und Lila Materia gibt es, glaube ich, noch. Und Gelb. Sehr, sehr nice. Krass. Diese, einfach mal hier zu sein in dieser Grafik. Da wünschte ich mir, ehrlich gesagt, fast mal eine VR-Version oder sowas von, dass man in VR einmal hier durchgehen kann. Das Einzige, was fehlt, sind Schatten für die Menschen hier. Ja, Schatten wären schon cool. Naja, vielleicht in der PC-Version dann irgendwann. Ich kann meinen Sohn nicht erreichen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das haben sie schön gemacht. Man muss jetzt halt nicht mehr zu jedem hinrennen. Hier lang. Hier oben. Nach oben, habe ich gesagt. Wo nach oben? Ach, da. Ziemlich bröckelig. Nach oben kommst du über die Treppe dort, okay? Alles klar. Dann wissen wir jetzt, wo wir lang müssen. Aber erst will ich hier noch ein bisschen... Wo bleiben die nur? Nicht an dem Leid ergötzen, aber das müssen wir schon ein bisschen aufsaugen. Wir sind ja hier immerhin dafür verantwortlich. Dieser hilflose Mann, können wir dem nicht irgendwie helfen? Ich will doch nur zurück. Oh Gott. Und der sekundäre Zweck ist genau, ich habe mir schon gedacht, irgendwo muss doch noch eine Kiste sein. 50 Gil. Das ist ja die Währung hier in Midgar. Oh, ist das Spiel wirklich nur Midgar? Kommen wir nicht auf den Planeten raus und können dann auf der Oberfläche rumlaufen, um dann irgendwie später Leute zu treffen. Fehlt das alles wirklich in diesem Spiel? Das kann ich mir so gar nicht vorstellen. Okay, ja. Wahnsinn. Die Info. Halt! Kiste! Versteht ihr, was ich meine? Das ist... Die Vorstellung ist so krass, dass wir das jetzt hier halt haben. Aber es ja eigentlich nun nicht mal mittendrin aufhört, sondern eigentlich gerade mal nach dem Anfang vom Grundspiel. Was ist denn? Es ist bröckelig, hat sie doch gesagt. Also
Also wir konnten dann nicht weitergehen. Hab ich mich erschrocken? Ja, ich mich auch. Verstärkung aus Sektor 7 ist bald da. Alles voller Schutt. Aber da haben sie schon viel Arbeit reingesteckt. Nur Schatten wären noch gut gewesen. Ich lasse es, keine Sorge. Der Bahnhof steht. Der Bahnhof steht. Vor dem Bahnhof bricht noch mehr zusammen. Aha. Ein Feuer-Flashback. Erster Blick auf Sephiroth. Steht er wirklich da? Unmöglich. Ich wollte gerade sagen, das ist wirklich unmöglich. Aber wie hammermäßig das Feuer aussieht. Wieso? Flashback kommt der. Man will. Eigentlich müsste ich das alles gleichzeitig spielen, nochmal mit dem Original, um zu vergleichen. Ich erinnere mich gar nicht daran, dass die Szene da auch schon gewesen wäre. Und erst recht nicht, dass er hier auftaucht. Sehr spannend. Das doch. Stimmt nur alles ein böser Traum. Aber kein Wunder, dass hier dann alles länger dauert, wenn dann solche Sequenzen hier so lange dauern. Große Frage ist, dient es dem Spiel am Ende oder war das Original doch schon in der idealen Länge für diese Art der Geschichte? Und welche Geschichten werden hier darüber hinaus erzählt, wenn denn die Länge so viel größer ist? Unmöglich. Du bist doch tot. So? Ich hab dich selbst. Als könnte ich das jemals vergessen. Es ist meine liebste Erinnerung an uns beide. Hör zu, Cloud. Ich habe eine Bitte an dich. Dieser Planet liegt im Sterben. Ganz unbemerkt. Still. Ohne zu klagen. Ich dachte, er klagt laut Barrett. Du wirst sicher nicht tatenlos dabei zusehen. Nicht wahr? Wenn die Welt untergeht, dann wird auch deine so anmutig brennende Heimat für immer verschwinden. Und mit ihr das Flehen jener Mutter um das Leben ihres geliebten Sohnes. So wie ihre Pein, als ich sie mit meinem Schwert durchbohrte. What? Der Verlust der innigen Verbindung zwischen uns wäre schmerzvoller als mein eigener Tod. Also, Cloud, leih mir deine Kraft. Komm schon, es ist gar nicht schwer. Cloud, lauf weg. Flieh. Überlebe. Halt dein Maul! Ja, alles nur. Sehr schön. So ist's gut. Du sollst mich nicht vergessen. Sehr mysteriös, sehr cool gemacht.
Ein Traum. Ich habe wohl zu viel Marco abbekommen. Gut. Weiter. Waren wir jetzt hier? Oh, Hauptstory, die Blumenverkäuferin. Da kommt der Spoiler quasi schon als Titel im Menü hier, im HUD. Aber dann wollen wir diesen ikonischen nächsten Moment mal in uns aufsaugen. Ist alles fast hätte es mich erwischt. Man konnte sich kaum auf den Beinen halten. Sektor 8! Meine Kinder sind am Bahnhof. Ich will zu meiner Familie. Wegen des Vorfalls im Reaktor besteht weiterhin akute Brand- und Einsturzgefahr. Gebäude sind nicht sicher. Müssen wir erst noch hier durch das Gebäude? Mit der Kamera haben sie interessant gelöst. Es gibt halt feste Kameraperspektiven, aber dann doch auch wieder losgelöste Varianten, wo man sich komplett frei bewegen kann. Nicht so geplant. Bitte entfernen Sie sich unverzüglich aus diesen Bereichen. Wegen des Vorfalls im Reaktor besteht weiterhin akute Brand- und Einsturzgefahr. Keine Sorge. Ich bleibe an deiner Seite. Drei Heiltränke, das ist großzügig. Loveless Allee. Na du? Ich hatte schon beim Aufstehen ein schlechtes Gefühl. Oh, du bist wohl eine Hellseherin. Guck mal, die Wachen haben Waffen. Ich auch. Die Seitengasse liegt hinter dem Brunnenplatz, oder? Ganz anders alles. Du kannst niemanden beschützen. Nicht mal dich selbst. Alles in Ordnung? Hey, alles in Ordnung? Ja. Hier. Für dich. Eine Blume? Ja, als Dank. Dafür, dass du mich gerettet hast. Habe ich das etwa? Gut, dann halt als Andenken. Was soll ich denn damit? Das habe ich jetzt aber gehört. Was macht das und oder kein Bedarf? Dann fragen wir mal, was das genau macht. Was macht während das? Während Iris kommt auf den Thema Kunden an. Der Preis variiert. Im Hintergrund aber aufspielt. Für dich ist sie umsonst. Hä? Die Blume steht für ein Wiedersehen. Ich warne dich. Keine miesen Tricks. Hab ich was verpasst? Ich lass mich nicht erpressen. Du hast wohl Angst, dass ich Geldeintreiber auf dich ansetze. So ein Quatsch. Das würde ich nie tun. Keine Sorge, echt. Der Marco-Reaktor wurde angegriffen. Du solltest jetzt lieber nach Hause gehen. Dunkle Geister umschwirren die Blumenverkäuferin. Was sind die? Leg die Waffe hin! Sehen die nicht? Weg hier! Jeder für sich! Hey! Hat ein bisschen was aus Herr der Ringe, ne? Mit den dunklen Reitern. Viel Glück!
Oh Gott. Leg die Waffe hin! Langsam! Müssen wir die jetzt alle ummetzeln? Die armen Gardisten. Und wir haben das Battle-Thema. Hier muss man nichts machen, außer rauszuschnitzeln. Das ist dermaßen einfach. Ich meine, das war auch im Original nicht schwer, da dreimal auf Angriff zu tappen. Interessant. Da bist du ja. Ja, ja. Zweimal raufhauen in der Offensivhaltung, um sie zu besiegen. Ich will nur kurz gucken, ob ich hier was verpasst habe. Aha! Was ist das? Das ist doch wieder ein Materia! Oh, ich erinnere mich gerade, wie man am Ende alles kombinieren muss. Aber erstmal Feuer auf den Wachhund. Sehr gut. Ich bin bereit. Es ist auf. Mach quasi immer ausweichen, dann in die Offensivhaltung. Dreimal draufgeschlagen und Feuer auf die Wachhunde. Ja, so ergibt das doch schon sehr viel Sinn, dieses Kampfsystem. So macht es mir viel mehr Spaß als jetzt zu Beginn des Spiels. Und jetzt mitnehmen? Interagieren. TP-Boost. Was ist das? Gucken wir mal. Wir nehmen Heilen mal weg. TP-Boost ist Trefferpunkte. Erhöht den maximalen Trefferpunktwert. Mit mehreren Materia kombinierbar. Maximale Trefferpunkte plus 100%. Aber wir können die ja auch aufleveln. Stimmt. Die Materia wird ja auch gelevelt, wenn wir sie mit dabei haben. Brauchen wir jetzt? Ja, heilen brauchen wir nicht so dringend. Wir haben ja auch die Heiltränke. Dann nehmen wir mal TP-Boost mit. Spannend. Jetzt frage ich mich aber fast, ob wir hier jetzt halt weiterkommen und an der anderen Stelle vielleicht hätten gucken sollen, ob da noch was ist. Nee. Es war ja diese Kampfthemen in japanischen Rollenspielen müssen ja immer gut sein, da man sie ja in der Regel bis zu 1000 Mal hört. Während des Durchspielens haben wir hier noch ein TP-Boost. Interagieren wir. Ausweich-Rundumschlag. Auch den will ich mir mal anschauen. Der Standardangriff direkt nach dem Ausweichen wird zu einem Flächenangriff. Nee, da habe ich lieber Glut. Schön, dass ihm uns nicht direkt. Du da. So, und direkt Magie, Feuer, Wach und A. Und Stufenaufstieg mitten im Kampf. Also auch. Interessant. Ein Kraftreif. Ausrüstung Cloud. Bronzereif.
Haben wir hier Kraftreif. Ein Armband, das in der Lage ist, das Potenzial der Muskeln seines Trägers freizusetzen. Stärke erhöht sich um 5%. Sehen wir die auch am Körper? Kraftreif? Nein. Accessoires werden also nicht gezeigt. Wow. Widerstand ist zwecklos. Du entkommst nicht. Schnapp ihn dir. Greif ihn euch! Du entkommst uns nicht! Feuer! Oh. Den haben wir jetzt nicht getroffen wegen der Säule, die dazwischen war. Das ist ja spannend. Mit Offensivhaltung. Sehr gut. Hubschrauber ist auch schon unterwegs. Feuersalve. Ja, wir werden hier einfach mittendrin angegriffen. Angekämpft, würde ich sagen. Ja, dann landen sie mal. Wo bist du denn da? Was war hier gut? Auch Feuer, ne? Schock. Und wir haben es. Wir haben einen Limit Break, aber erstmal einen Heiltrank. Und dann noch einen Heiltrank, sobald wir ihn benutzen können. Das Limit werde ich mir aber auch sparen. Da haben wir sicherlich was Besseres. Vielleicht müssen wir noch den Hubschrauber selbst kriegen. Das war's dann. Ah, mit L1 können wir dann direkt auf die Fähigkeiten zugreifen. Das ist natürlich gut zu wissen. Zu gefährlich. Aber sonst noch ein Ding. Ich gehe am besten über die Dächer. Dann gucken wir hier jetzt erst einmal rum. Ist wohl am sichersten. Ja. Hier ist noch eine Kiste. Da drüben! Das Feuer war knapp daneben. Knallt ihn ab! Das war knapp. Ja, ihr seht, Cloud hat mich geprägt. Ich weiß schon vorher, was er sagt, auch wenn ich ihn in dieser Version noch nicht kenne. Der Gesuchte bewegt sich auf zwei Richtung Wohnviertel. Kriegen alle Zugänge ab. Und hier auch. Da sind überall die Gegner. Da drüben ist der Mister. Darf keine Zeit verlieren. Den Eisenreif. Den wollen wir doch direkt anlegen. Eine bessere Abwehr. Wir werden beschossen. Ein Mann mit Schild. Der muss einen Impulshieb abbekommen, dieser Sturmgardist. Was?
haben wir von hinten gehabt. Schade, dass wir sein Schild nicht noch mitnehmen können. Na dann. Sehr gut. Dann machen wir genau während dieser Action Schluss und schauen mal, ob wir in der nächsten Episode diesem bösen Hubschrauber ein Schnippchen schlagen können. Während wir die Blume tragen. Diese Blume sende ich an euch alle Zuseher da draußen. Eine Erinnerung auf ein Wiedersehen in der nächsten Folge.